Hallo, hallo, liebe Theaterfreundinnen und Theaterfreunde. Making-of-Spielzeit 2020-21 Gespräche. Die dritte Ausgabe, herzlich willkommen. Hier ist meine Frage. Verändert sich das, was ich Ihnen sage und wie ich es Ihnen sage? Verändert sich die Art und Weise, wie ich zu Ihnen spreche? Und jetzt? Zählt sich nochmal was anderes? Ich spiele nicht. Ich bin immer der Gleiche. Es geht heute genau um solche Mechanismen, Hintergrund, Kontext und auch um die Macht, die die Inszenierung, die Manipulierung dieses Hintergrundes mit sich bringt und natürlich immer um das Medium, das hier schön zwischen uns liegt und das eine solche Inszenierung erst ermöglicht. Dazu spreche ich gleich mit Johannes Lepper, dem Regisseur. Sie kennen ihn vielleicht von Moonlight, dem letzten Band von Beckett, aber auch einigen anderen Inszenierungen, die er dann gemacht hat. Nächste Spielzeit wird er Network inszenieren, nach dem Film von Sidney Lumet von 1976. Ja. Und Premiere werden wir damit haben am 6. November in der Widmar. Und wie geht's? Ja, gut, ich habe extra hier alles weiß gemacht, damit man den Hintergrund. Was hältst du davon? Super, das ist in der Schweiz. Ein Babytest, ja, sehe ich aber den Preis nicht. Ist verkehrt rum. Ja. Ah, jetzt bist du unscharf. Der Hintergrund ist unscharf. Ja, erzähl was zu dem Film Network. Wie bist du drauf gekommen? Gibt es da eine Idee? Der Film Network, der ist mir 1976 zum ersten Mal begegnet. Da ist er in den Kinos gelaufen. Ich habe den auch tatsächlich im Kino gesehen, habe aber jetzt nachgucken müssen, dass das auch wirklich 1976 war. Da war ich 16. Ich konnte mich eigentlich nur an eine Geschichte darin ziemlich gut erinnern. In der Howard Beale, der Nachrichtenmoderator, der entlassen werden soll und dann doch nicht entlassen wird, weil er seinen Selbstmord vor laufender Kamera ankündigt, um den in 2 Wochen zu vollziehen. Auf jeden Fall ist er auf Sendung. Und geht vor die Kamera und die Kamera fährt mit und er hält eine wütende Rede, in der er das Publikum, das Fernsehpublikum des Senders, UBS, auffordert, ans Fenster zu treten und rauszubrüllen in die Nacht, dass sie sich den Scheiß nicht mehr länger gefallen lassen. I will not take that anymore, irgendwie so heißt das, glaube ich. Und das haben die dann auch gemacht. Also die Leute sind dann rausgegangen ans Fenster und haben gebrüllt. Und dann haben andere Leute so vom Sender das überprüft, gucken so raus und dann gehen überall die Menschen so auf die Straßen und an die Fenster und brüllen, ich will mir den Scheiß nicht mehr länger gefallen lassen. Und diese Szene hat mich sehr beeindruckt. Die ist irgendwie hängen geblieben. So neben dem Umstand, dass der sich vor laufender Kamera in der Nachrichtensendung erschießen wollte, was ich auch irgendwie bemerkenswert fand. Dann aber der Umstand, dass er da die Leute auffordert, ans Fenster zu treten und rauszubrüllen, die das dann auch machen. So, und dann hatte ich den eigentlich mehr oder weniger vergessen und dann habe ich irgendwann mit Cian Inan gesprochen und der sagte, es gibt eine Theaterfassung davon, die in London irgendwie uraufgeführt wurde. Also der Film wurde fürs Theater umgeschrieben von denselben Leuten und die haben das dann am National Theatre aufgeführt in London. Und da sagte ich spontan, dass ich das gerne machen würde, weil ich mich an diese Szene erinnerte und dachte, das ist gut. Dann ging das noch so ein bisschen hin und her und Cian hat dann die Rechte bekommen vom Verlag für die Schweizer Erstaufführung und dann hat das Vorhaben so seinen Lauf genommen, jetzt zu einer Theateraufführung, die wir dann gemeinsam Ende September in Bern in Angriff nehmen werden. Ja. Ein toller Film, großartig. Ich habe ihn nämlich jetzt wieder angeschaut und fand ihn wieder ganz toll. Fand jetzt noch viele andere Sachen auch großartig in dem Film.
Also nicht nur diese eine Episode, sondern überhaupt die Aktualität, die der auf heute hat. Ich meine, im Moment so mit diesem Covid-Ding und der Krise, ja, wo ist diese schöne Krise? Das ist da, aber das habe ich extra weggenommen, weil ich nicht, ja, wie gesagt, heute neutral. Ja, ich dachte auch, ich wollte mich heute auch schon mit Krawatte und dachte so, Ja. Moderator-Stil, aber naja, Naja. muss nicht. Nein, wir haben Zeit. Naja, auf jeden Fall sind mir dann noch einige andere Sachen aufgefallen und die sich jetzt irgendwie immer parallel zu unserer Covid-Krise und so lesen, die ich auch spannend finde. Es ist ein bisschen die Gefahr, dass man jetzt alles, was man irgendwie künstlerisch in die Hand nimmt, denkt, das ist doch eigentlich wie so, das passt doch gerade. Da ist man immer ein bisschen gefährdet, aber jetzt in diesem Punkt der Nachrichten, weil im Kern geht es ja in dem Stück um einen Nachrichtensender, der seine Nachrichten, seine, sagen wir, seriöse Nachrichtenabteilung verliert an die nicht mehr ganz so seriöse Unterhaltungsprogrammleitung, die dann andere Maßstäbe setzt. Also nicht mehr, es kommt nicht mehr auf den Wahrheitsgehalt der Nachrichten an, sondern es kommt darauf an, wie viele Leute das einschalten und anschauen, und die berühmte Quote. Der Verkauf, der Kommerz steht dahinter, das kennen wir. Und da gehen die ziemlich weit mit. Das Ganze ist als Satire geschrieben, es ist sehr komisch und macht sehr viel Spaß auch beim Lesen, ist sehr aufwendig, auch im technischen Bereich. Aber dieses Thema Medien und Nachrichten und die Abhängigkeit von Nachrichten, die wir ja im Moment auch haben, also jetzt im Moment bewegt sich das ja auch so zwischen dem Hunger nach seriösen Nachrichten und dem irgendwie sich selbst informieren im Internet und irgendwas lesen und versuchen rauszukriegen. Und dazwischen gibt es dann so Verschwörungstheorien, die zum Teil sensationell sind. Und da kann ich dann wieder einen Bogen schlagen, dass heute Nachrichten ja nicht unbedingt über nur Fernsehkanäle wie im Stück. Im Privatfernsehen, das ist ja ein privater Kanal, deswegen auch abhängig von Einnahmen und so weiter, verbreitet werden, sondern jetzt gibt es ja auch die sozialen Medien und da gibt es ja dann irgendwie auch sowas wie Twitter und über Twitter werden auch Nachrichten verbreitet und da gibt es jetzt auch Wutbürger, die Sachen formulieren und sagen, so oder so ist es vielleicht und Meinungsführer, die twittern auch und oder Meinungsmacher, je nachdem, wie man es formulieren möchte und die empfehlen dann unter Umständen sowas, man könnte ja auch mal Desinfektionsmittel versuchen, vielleicht über eine Injektion oder trinken oder so, ja. Und das sagen Leute, denen viele andere Leute auch zuhören. Es ist klar, es ist ein amerikanischer Fernsehsender, der das macht. UBS heißt der und die Nachrichtensendung heißt Tonight und in dem findet das statt. Und da belassen wir es auch. Wir werden es aber insgesamt auch mit Medien und der Wirkung von Bildern beschäftigen und da auch so versuchen, ein bisschen einen historischen Bogen aufzuschlagen von irgendwann gibt es ja auch im Stück gibt es da, steht das im Original, ist das, da geht es noch um die Entführung von Patricia Hearst, an die sich vielleicht der ein oder andere erinnern kann. Und der Präsident, der da im Stück aktuell ist, ist Gerald Ford. Das belassen wir etwas einer im eher allgemein. Also es können Der viele Präsidenten. Präsident sozusagen. Und Anschläge hat es gegeben auf Präsidenten in Amerika, vor allen Dingen, jetzt für uns wichtig, na, von Lincoln über Kennedy bis Gerald Ford und so weiter. Ja, ich fand verrückt, als ich den Film gesehen habe, der ist ja genauso alt wie ich und habe ich gedacht, das ist ein alter Film. Und als ich den geguckt habe, ist mir auch aufgefallen, dass sie im Vergleich zu heute wahnsinnig weit eben gehen mit dem, was sie da einfach senden. Das habe ich mir, also habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, heute sind wir schon viel, es gibt irgendwie einen Ethikbeauftragten in jedem Sender. Ich weiß nicht, wie das in Amerika tatsächlich ist, aber es gibt Leute, die das nicht, sagst du, aber es gibt Leute, die das irgendwie filtern und so. Und das ist mir aufgefallen. Und dass die eine wahnsinnig versaute Sprache, da haben in Ja, diesem sehr Film. direkt. Also, man, es ist ein Witz, Absolut. was wir ja auch zeigen werden. Also, das Stück spielt ja vor wie hinter der Kamera. Wir sehen die Produktion, wir sehen
wie die Leitungsebenen, und zwar hierarchisch gestaffelt, sich dazu verhalten. Es gibt eine Programmdirektorin, es gibt einen Zuständigen für den Nachrichtensektor, Max Spieker, auch eine wichtige Figur. Dazu dann gibt es das übergeordnete Management, und dann gibt es die Besitzer, das sind die Jensens, des Senders. Und die verkaufen das Ding dann wiederum an internationale Geldgeber, die dann wiederum viel Einfluss darauf haben. Und diese Verstrickung von Geld, das in Nachrichtensender fließt, die uns wiederum die Nachrichten vermitteln und von denen wir natürlich erwarten wollen, dass sie unabhängig sind, dass sie nicht so nach dem Geld schauen müssen, das in sie investiert wird. Und da sind wir so, glaube ich, ein bisschen besser. Also in Deutschland oder in der Schweiz und Österreich ist man, glaube ich, etwas besser aufgestellt, was diese Senderstruktur betrifft. Auch wenn sie vielleicht manchmal ein bisschen behäbig erscheint, aber ich finde sie schon ganz gut. Man merkt das auch jetzt gerade, wie eingangs erwähnt, diese Notwendigkeit besteht, wirklich gut informiert zu werden, ist das ganz gut, dass man da was hat, worauf man sich doch weitestgehend verlassen kann. Aber man sieht auch, wiederum Leute, die auf Demonstrationen andere Leute anbrüllen: Wenn ihr ARD und ZDF schaut, dann gebt ihr die Kontrolle über euer Leben ab. Heißt, vertrauen nicht. Ja, das ist schräg, aber das zu erleben. Und alles muss man ja irgendwie ein bisschen beleuchten. Ja. Naja, auf jeden Fall sind diese Privatsender, beispielsweise Fox News oder sowas, die verfolgen auch knallhart Interessen und haben politische Interessen, denen sie nachgehen, und die haben auch eine Macht. Auch Figuren wie Rupert Murdoch oder so, die haben natürlich einen unglaublichen Einfluss, eine unglaubliche Macht über dieses Medium. Sag noch was zum Theater. Also wir sind ja dann in der Widmerhalle und nicht in einem Fernsehstudio. Und hoffentlich, im Moment sieht es ja gut aus, kommen die Zuschauer auch live zu uns tatsächlich in die Widmerhalle raus. Vielleicht nicht so viele, aber doch einige werden es schaffen. Und wie machst du den oder was hast du da für einen Plan und für Ideen? Wir bauen schon so eine Art Studio, bauen wir in die Widmer hinein. Also man kann schon den Eindruck gewinnen, wenn man die Widmer dann betreten wird, also wenn man in den Theaterraum kommt, dass man ein Studio vielleicht betritt. Aber wir werden diesen Eindruck auch relativ schnell wieder dekonstruieren. Wir spielen schon mit dieser Bilderwelt auch, über die ich eingangs sprach. Wir werden auch Teile davon aufzeichnen und wir werden das so dokumentieren, wie unsere Arbeit an diesem Stück war. Weil es ist natürlich auch eine Frage der Medienbehandlung. Also wir zeigen, dass das Gezeigte gezeigt ist. Die Proben laufen bei mir in der Regel so, dass ich mir die ein oder andere Sachen dazu durchlese und mir Gedanken mache, hoffentlich. Und dann ist es aber für mich wesentlich, und das weißt du so ein bisschen auch, die Arbeit eben mit den Spielenden, die Kommunikation dazu und wie kriegen wir das gemeinsam raus. Und das macht auch die Spannung aus. Also wenn ich jetzt wüsste, wie es am Ende aussieht, wäre es für mich auch schon stinklangweilig. Ja. Und damit ist man aber auch schon wieder in so einem Aktualitätsproblem, das man haben wird, weil bis dahin hat sich schon wieder sehr vieles geändert. Wir werden es aber irgendwie vorbereiten müssen. Also es gibt eine Textfassung, die ich jetzt schon wieder ein bisschen anders bearbeite. Wir haben dann zu der Zeit aktuell Dinge zu beachten, wenn wir uns mit Nachrichten beschäftigen, wie die Präsidentschaftswahl in Amerika, die für uns auch wiederum von Bedeutung sein wird. Es hat ja alles immer irgendwelche Wellen, die dann irgendwie so bis zu uns schlagen. Was wir machen müssen, ist ein Kommentar sein und gleichzeitig ein Teil sein von dem, was im Moment gesellschaftlicher Diskurs bedeutet im Zusammenhang mit Medien, mit Kultur. Was heißt das im Moment für all die Menschen, das Zusammengebrachte auf enge Räume und sich dann, wir müssen wieder raus. Und ich möchte den direkten Austausch mit dem Publikum und ich möchte das Schauspielende wissen, das Publikum im Saal ist, und das Publikum soll wissen, dass die Spielenden wissen, dass sie sich freuen, dass die Zuschauenden da sind und dass diese Art von Kommunikation und einer Auseinandersetzung miteinander
in Echtzeit stattfindet. Das ist großartig. Am liebsten Genau. würde man gleich anfangen wollen, aber Ja. keine Ahnung. Vielleicht dann Ja. mitten in der zweiten Welle drin. Ja, die zweite Welle, genau. Ja. Okay. Lieber Nico. Lieber Johannes, alles Gute nach Krefeld. Bye bye. Ciao, ciao. So, das war das Making-of-Spielzeit 2021 Gespräch zu Network. Premiere, wie gesagt, am 6. November 2020 in der Widmer. Nächste Woche spricht an dieser Stelle meine Kollegin Florentine Kraft mit der Regisseurin Alexandra Wilke über August Strindbergs Fräulein Julie. Ja, und hinter mir, mein Hintergrund, ist immer noch frei. Hier auch, hier, hier. Platz für Ihre eigenen Projektionen.